Als nächstes schauen wir uns die Kräfte an. Solange keine äußere Kraft auf einen Körper wirkt, bewegt er sich gleichförmig im Raum, das heißt mit konstanter Geschwindigkeit. Erst wenn eine äußere Kraft wirkt, wird eine Beschleunigung auf den Körper ausgeübt und die Bewegungsrichtung und die Geschwindigkeit können sich ändern. Dies mündet im Newtonschen Beschleunigungsgesetz, das besagt, dass die Kraft F proportional zur Masse des Körpers ist und zur Beschleunigung. Die Einheit der Kraft ergibt sich aus der Masse, Kilogramm, multipliziert mit der Beschleunigung, also Meter pro Sekunde Quadrat. Diese Einheit nennt man dann auch Newton, abgekürzt N. Zu berücksichtigen ist, dass in dieser Gleichung nur skalare Größen auftreten, das heißt keine Richtung angegeben ist. Zu beachten ist, dass die Kraft aber natürlich auch eine Richtung hat, in der diese Kraft wirkt. Das heißt, also vektoriell ist die Kraft F das Produkt aus dem Skalar der Masse und der Beschleunigung. Wenn wir also einen Körper haben mit der Masse M, an dem greift eine Kraft F, in dem Fall jetzt in positive X-Richtung an, dann wird dieser Körper mit dieser Kraft nach rechts beschleunigt und die Geschwindigkeit nimmt zu. Was bedeutet diese vektorielle Darstellung nun? Machen wir ein Beispiel, indem wir uns ansehen, was passiert, wenn ein Körper auf einer schiefen Ebene liegt. Das heißt also, wir definieren uns hier eine schiefe Ebene, die ist geneigt mit einem Winkel Alpha. Hier oben liegt ein Körper auf, der nun der Erdbeschleunigungskraft unterliegt. Das heißt also, senkrecht nach unten soll die Erdbeschleunigung wirken, die natürlich auch in dem Moment ein Vektor ist. Wir definieren noch ein Koordinatensystem. Sagen wir, dass nach rechts die x-Achse gelten soll, nach oben zeigt die y-Achse. Und wir wollen nun die Bewegung dieses Körpers beschreiben. Jetzt haben wir hier unten noch einen rechten Winkel. Das heißt also, der Körper, welche Kräfte wirken auf ihn? Das ist natürlich die Erdbeschleunigungskraft, die senkrecht nach unten wirkt. Nennen wir sie Fg gleich m mal der Erdbeschleunigung g. Diese Kraft teilt sich nun auf. Einmal eine Kraft, die entlang der schiefen Ebene wirkt, in diese Richtung. Und wir haben eine Kraft, die senkrecht zur schiefen Ebene wirkt. Das ist die Reibungskraft. Das heißt also, einmal haben wir hier nach rechts unten die sogenannte Hangabtriebskraft und eine Kraft Fr, das sei die Reibungskraft. Und damit haben wir jetzt ein Kräfteparallelogramm aufgezeichnet. In diesem Kräfteparallelogramm finden wir diesen Winkel Alpha, den wir hier unten definiert haben, den finden wir hier in dem Kräfteparallelogramm wieder. Nun können wir die beiden Kraftkomponenten Fh und Fr bestimmen. Das heißt also, schauen wir nochmal auf, die Gewichtskraft Fg ist gleich die Masse mal der Erdbeschleunigung. Die Reibungskraft, die senkrecht nach unten wirkt, ergibt sich aus dem Kosinus, das ist ja genau die Ankathete, zur Hypotenuse. Das heißt, wir haben hier stehen m mal g mal den Kosinus des eingeschlossenen Winkels und die Hangabtriebskraft, dadurch, dass der Winkel Alpha hier auch nochmal auftaucht, ist die Hangabtriebskraft natürlich gerade m mal g mal Sinus Alpha, weil es die Gegenkathete in dem Kräfteparallelogramm ist. Was bedeutet diese Darstellung nun? Das bedeutet, dass die Hangabtriebskraft, die entscheidend ist für die Beschleunigung des Körpers, entlang der schiefen Ebene, je größer der Winkel Alpha wird, das heißt, je steiler diese schiefe Ebene hier wird, desto schneller wird der Körper beschleunigt und rutscht nach unten. Wenn wir zwei extreme Beispiele uns ansehen, zum Beispiel Alpha gleich 90 Grad, das wäre ja im Prinzip, dass die schiefe Ebene senkrecht steht. In dem Fall wäre die Beschleunigung A, die der Körper spürt, genau G, dadurch, dass Sinus Alpha von 90 Grad 1 ist. Umgekehrt, der zweite Fall, wenn Alpha gleich 0 Grad wäre, dann würde die schiefe Ebene horizontal sein. Es wird keine Hangabtriebskraft erzeugt.
Hieraus wird ja folgen, dass Sinus Alpha gleich 0 ist und damit wäre die Hangabtriebskraft ebenfalls 0 Newton. Es gäbe keine Bewegung, der Körper würde einfach still liegen. Im Zusammenhang mit der Kraft steht auch noch der Impuls eines Körpers, den wollen wir auch noch definieren, der Impuls. Abgekürzt mit dem Buchstaben P, das ist auch ein Vektor, lässt sich darstellen als das Produkt der Masse mal der Geschwindigkeit eines Körpers. Die Einheit des Impulses ergibt sich daraus, dass wir die Masse Kilogramm haben mal Meter pro Sekunde. Und der Zusammenhang zwischen Kraft und Impuls ergibt sich, indem man beide Gleichungen mal gegenüberstellt. Man sieht die Kraft als Masse mal Beschleunigung und Erkenntnis, dass die Beschleunigung, zeitliche Änderung der Geschwindigkeit ist, so lässt sich hieraus ableiten, dass die Kraft die zeitliche Änderung des Impulses ist, das heißt also dp nach dt.